Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Ist das eine Kamera? Lol. Das ist ganz schön altertümlich alles, ne? Jedenfalls, in der letzten Folge haben wir diesen Planeten komplett zugrunde gerichtet. Wir haben ihn also verändert. Das Gute, ich weiß nicht, was ist eigentlich gut gewesen? Wäre es gut gewesen, Reed zu helfen oder Adi zu helfen? Ich weiß es gar nicht. Weil eigentlich beides könnte gut sein. Weil wenn ich jetzt den McDonald's-Konzern vernichte, dann wäre das für die einen etwas Gutes und für die anderen etwas Schlechtes. Versteht ihr, was ich meine? Und genau so fällt es sich momentan hier auch. Sind jetzt Räume offen? Kann ich hier irgendwas lagern oder so? Mein Essen loswerden. Ich finde es schön, dass die Kühlschränke offen sind. Ist überhaupt gar nicht irgendwie Energieverschwendung oder so? Nee, nee. Ja, das sind natürlich die für Kabinen für unsere, ja, Mitreisenden, die natürlich nicht existieren. Ich könnte natürlich zurückgehen und sagen, hey, komm, komm mal mit. Und ich glaube, wisst ihr was, wir gehen nochmal in die Stadt. Ich will nur, wir sehen, wenn ich hier nichts finde, sehen wir uns hier wieder. Wenn ich was finde, dann sehen wir uns da. Das ist der Plan. Irgendwo hier sind Gegner. War das nah genug für dich? Ja, scheiße, lass mich kurz nachladen. Ich weiß nicht, wo du bist. Du lebst noch. Puh. Was habt ihr bewacht? Das ist doch hier die Frage. Oh mein Gott, dieses kleine Tier haben sie bewacht. Und es hat nichts. Das ist irgendwas hier in der Nähe oder haben die hier nur gechillt? Ich glaube, die haben hier nur gechillt und ich habe sie einfach getötet. Weil ich kann. Oh, hey. I guess you sent power to Edgewater, like Mr. Thompson wanted. But words got around that Mr. Thompson was killed. I had problems on account of how he never understood me, but I never wished him ill. Ich könnte da draußen Hilfe gebrauchen, hättest du Lust. Ich meine, wir haben eh gespeichert. Wir gucken mal, was passiert. Only with every part of my body. Is that rude? We don't leave town much anymore. When I was little, I used to wander all over. Warum verlassen die Leute die Stadt nicht mehr? Oh, you know, wild canids and marauder gangs, lava flows and crashing ships. We should be fine together, though. Weißt du was, bleibt doch lieber hier, okay. CNP Junior Management Seminar. Begleiter. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die auf deinen Abenteuern beistehen und auf viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Ihre Fähigkeiten verbessern deine Fähigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Na gut, ja. Mit der Fähigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiter-Kampffähigkeiten freischalten. Okay. T&L fertigt die beste Ausrüstung für Freunde und Familie. Begleitervorteile. Dein Begleiter ist eine Stufe aufgestiegen und kann einen neuen Vorteil erhalten. Geh auf die Begleiterseite im Register und drücke die Vorteilstaste, um die verfügbaren Vorteile anzusehen. Ja, ich würde sie erstmal mitnehmen. Und dann werden wir sie aufs Schiff nehmen und sagen, hey, hier, bezieh mal das Zimmer. Well, Science. But it still happens. Stört es dich, wenn ich klaue? Vor allem, wenn ich dich beklaue hier, dein Zuhause? Findest du es nicht nett? Weiß es nicht. Oh, das ist ihr Büro. Letzte Suche öffnen. Indomati.
zwei Einträge gefunden. Erster Eintrag. Indomati hat heute Edgewater verlassen. Sie wurde auf Terra 1 versetzt. Ich habe sie auf der Plattform zum Abschied geküsst und sie gefragt, ob ich sie je wiedersehen würde. Wir wussten beide, dass die Antwort Nein lautet. Schau nach oben und denk an mich. Ich werde auch nach oben blicken und an dich denken. Anmerkung von Indomati. Robert, sie haben nicht zugelassen, dass ich sie behalte, aber ich weiß, dass du sie liebevoll aufziehen wirst. Vielleicht sogar liebevoller, als es die Zeit mir erlauben würde. Du bist geduldig und für andere auf eine Art und Weise da, die ich es nicht bin. Die Firma sagt, sie hat keinen Namen, bis du ihr einen gibst. Ihr Name lautet Parvati. Man hat mir gesagt, dass ihr Geburtstag auf den Tag festgelegt wird, an dem sie dir von rechts wegen übergeben wird. Tatsächlich wurde sie am 7. Juli geboren. Lass sie fühlen, dass sie etwas Besonderes ist, auch wenn ich es nicht kann. Es hat ihr gefallen, wenn ich ihr vorgesungen habe. Nur dann hat sie aufgehört zu weinen. Ein Kind? Gestern Abend habe ich mir das Handbuch zum Weltraummaschinenbau durchgelesen. Fast hätte ich es aus reiner Gewohnheit laut vorgelesen. Es ist 10 Jahre her und trotzdem kenne ich ganze Teile davon auswendig. Ich werde den nächsten Band wohl mit zur Arbeit in die Konservenfabrik nehmen. Dort ist ein Büro, das nicht genutzt wird, in dem ich öfter zu Mittag esse. Ich kann genauso gut alles nochmal lesen. Du bist komisch drauf, Dudi. Ich weiß gar nicht mehr, wie du heißt. Muss ich auch nicht wissen. Dein Name interessiert hier niemanden. You like flowers? I can't find many kinds around here. Ja, okay, sie guckt mir zu, wie ich sie beklaue. If you need to go, I'll wait outside. Ne? Komm rein. I don't like coming out here. People in the street stay. Hey, that's... I mean, if you need it, okay. Ja, brauche ich. Du wirst es eh nicht mehr brauchen, wenn du mit mir ins Schiff gehen kannst. Wish we had some better rations. I've never actually been in here. Oh, hallo. Seemed scary from the outside. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Wenn ihr Hilfe bei eurem Plünderer-Problem braucht, könnt ihr mich anheuern. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen, wenn du nichts dagegen hast. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Sagt dir der Name Venus Wallace etwas? His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Er ist ein Wissenschaftler, wir kennen einander. Ja, genau, deshalb frage ich. Anscheinend gibt es ein Kopfgeld für ihn. Er hat mich entführt, meinen Körper aufgetaut und mich in den Weltraum geschossen. Dann bin ich hier gelandet. Nö. Ja, genau, gibt es Kopfgeld für ihn? You are correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Wenn der Vorstand bezahlt, nehme ich dieses Kopfgeld gerne an. Unfortunately, the arrest of Mr. Wells falls outside my authority. I enforce the company policy of Spacer's Choice in the region of Emerald Vale. Wells is wanted by the board. If you have information related to the location of Phineas V. Wells, you are required to submit that information to your nearest board authority. Ich dachte, du wärst mein nächster Vertreter des Vorstands. I represent Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which is itself a member of the Halcyon Holdings Corporation Board. Also, I specialize in processing fingerprints. So unless you're carrying Wells' finger on you, there's not a lot I can do for you. Na ja, gut. Okay. Mit wem muss ich denn darüber reden? Any information regarding outstanding bounties and wanted criminals should be directed to Mr. Udom Bedford. Mr. Bedford's office is located on the Groundbreaker. Groundbreaker? But was ist das? Halcyon's original colony ship, now repurposed into a space station. Mr. Udom Bedford represents the board's interest on the Groundbreaker. Something else I can do for you? Ja, wo finde ich die Groundbreaker?
Leer. 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 Kopfgelddaten. Offene Kopfgeldgesuche. Ah, das sind die drei. Na gut. Oder würde ich sagen, holen wir sie uns. Ach, das sind die. Oder wir schauen uns erstmal hier in Ruhe um. Den kennen wir ja schon. Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. You're not a... Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. Plague got you feeling woozy? Get yourself boozy with Spacer's Choice. Go ahead. Ich habe mich ein wenig umgehört. Niemand scheint etwas über Hope zu wissen. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out of something. Ich mag sie irgendwie. Ich will sie mitnehmen. Wie kommt es, dass niemand über die Hope reden will? I don't know what fancy bars you've been crawling, but the rest of us make do with Zero G. Zero G brew. An ale that's good for what ails you. Ich rede von keinem Getränk. Getränk. Ich bin selbst von der Hope. You feeling a bit flushed? Look, why don't you go set yourself down in the corner before you get all tangle-footed? Ich bin nicht betrunken. Ich will nur wissen, ob es jemand von der Hope geschafft hat. Then pretend you're drunk. Sober folk don't talk the way you are. Not unless they're looking for a trip to Tartarus. The Hope's folklore, all right? 60, 70-year-old folklore by now. The board don't approve of spreading seditious rumors and falsehoods. You're inviting trouble talking that way, and I don't want a part of it. Du klingst verängstigt. Look, either shut your gob or stick a drink in it. We're done talking about this. Ja. Coming right up. So. 40 kostet das. I'm not allowed in here. Not since the vending machine incident. Holcomb, got my eye on you, girl. Es ist eigentlich schon cool, mit der rumzulaufen. Miss Holcomb ain't allowed in this establishment. Not since that little incident. Was für ein Vorfall. Ask her if you care. I'm running a business here. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. I promise. Was hast du denn zu verkaufen? Ein legendärer Hammer. Ja gut, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sag mal. Was ist das? Da hat sie einfach meine Wärmflasche angebissen. Was ist denn los mit dir? Jetzt muss ich gucken, ob die noch in Ordnung ist. Was willst du noch alles zerbeißen, Shiva? Soll ich dir meine Hand geben, hm? Willst du einmal durchkauen? Naja, scheint ja alles noch trocken zu sein, also. So. Was bist du? Glatt- und Gradlauf. Fernkampfwaffenmod. Lauf verringert Rückstoß und Fadenkreuzschwankung. Auch nett. Auch nett. Erhöht Rüstungswert, ja. Und du hast auf jeden Fall nichts Großartiges. Da ist auch schon wieder so ein Edelstein. 18. Was das auch immer bedeutet. Naja, du hast nichts Großartiges. Glücksautomat? Verkaufsautomat? Ich weiß nicht, ob ich hier einfach hier hinstellen kann. Die dürfte mich eigentlich nicht sehen, ne?
Bebebeil. Nice. Ich würde auch gerne hier reinschauen. Er dreht sich bestimmt um, ne? Ja. Wenn ich mich beeile, könnte das natürlich gehen oder ich erschieße ihn einfach. Ging auch. Oh, hallo. Nur mehr Zeug. Okay, verkaufen wir jetzt noch unsere Sachen und dann haben wir jetzt wenigstens ein bisschen gewichtlos geworden. Wurfballblocker. Okay. Ja, ist auch viel wert. Das ist nice. Hier waren wir noch nicht drin, ne? In der Kapelle. I've always felt weird in here. It's too clean. Too clean. Hallo. If you've come to ask forgiveness for Reed Thompson's murder, I'm afraid OSI theology has little to say on the matter. Lügen. Ich ein Mörder, du wirst dich einschüchtern. Ich hoffe, du hast nicht vor, mir irgendwelche Schwierigkeiten zu machen, Priester. Oh, ist alles gesperrt. Oh. Ist es dir völlig egal, was ich getan habe? To Thompson? No. I'd prefer not to join him, of course. I have greater goals to achieve in my lifetime than meeting a quota of canned fish. And Ms. Holcomb is with you. Surprising, given what you're accused of. I hope you didn't threaten her. She's a gentle soul. I'm still a bit shaken, Vicar. I appreciate you asking after me, though. You've always offered a helping hand to those that need counseling. Thank you for the kind assessment, Ms. Holcomb. I admit, I've been quite interested to make our outsider's acquaintance. Mir ist gerade noch etwas anderes eingefallen, das ich erledigen muss. Just a moment. If you're going to be walking around outside, make sure you're well prepared. Unless you don't care for your life. Ich war schon draußen, hat mich nicht groß beeindruckt. Ich komme sicher besser klar als ein Vikar. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. Ich nehme an, du willst es verbrennen, sobald du es in den Händen hältst. What? No, I don't want to burn it. I would never. I mean, I just want to. Look, I have a very simple goal here. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. Na gut. Vielleicht hole ich das Buch und verkaufe es an jemand anderen. I can assure you, you won't find another willing to risk imprisonment to possess this book, nor anyone willing to pay the price I can offer. Na gut. Glad we see eye to eye. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Habe ich das nicht schon gefunden? Meinst du dieses Buch? Hier. Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Tja. Du reagierst ein wenig über, findest du nicht auch? Overreacting? Do you have any idea how many years I spent in... No. You couldn't possibly know, could you?
I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Tja. Das muss eine Art kosmische Vergeltung sein. Yes, you're right. Such are the workings of the equation. And I've only my own hubris to blame. I certainly never planned for this contingency. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Was ist dabei für mich drin? Free spiritual counseling, someone to watch your back. Not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument, really. I'm also a passable gun hand, if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Klingt gut, gehen wir. Fantastic. I promise you won't regret this. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. It is my esteemed pleasure to serve as your crew vicar, Captain. Ja, nice. Da haben jetzt schon zwei Leute dabei. Geile Sache. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Da ist ein Totenschädel. I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. Na gut. Wer bist du? Our place in the universe is fixed. Wie ich dann die Waffe ziehe. Das nehme ich mit. Gut. Fähigkeitspunkte verteilen. Ich würde sagen, Handfeuerwaffe. Zack. Damit werden wir damit... Oh, warte. Nein, habe ich sie abgebrochen? Nein, anwenden. So, Vorteile. So, was haben wir denn noch hier? Grundrüstewerte, Munitionswerte, Vorräte. Munition brauche ich nicht. Du kümmerst dich besser um deine Waffen und Rüstung als die meisten Leute. Ja, ich glaube, ich nehme das. Sehr schön. Ja gut. Ich würde sagen, wir reisen einmal ganz kurz zum Schiff zurück. On my way. Achso. Kann denen sagen, dass sie herkommen sollen. Ja gut, aber ich will zum Schiff und die Leute da wegschicken. Begleiterregister, ja. Kann ich ihnen Waffen geben? Parvati und Vika Max. Aber wir gehen zurück zum Schiff. So, und da lassen wir sie dann zurück. Und dann gehen wir das Kopfgeld holen. Das ist der Plan. Ja gut, keine Ahnung, wie das geht. I'll be right there. I'm on my way. All right, I'm going. I'm going. Verlasst mich. Ups. Na egal. Ich weiß nicht, wie ich meine Begleiter loswerde. Na, ich hab keine Ahnung. Ich würde sagen, wir holen das Kopfgeld. Dürfte ja eigentlich recht easy sein. Und wenn die dabei sterben, mir doch egal. Stirb doch einfach. Sieh mal einer an, wer da noch lebt. Wir leben wieder, weil ich die Quest angenommen habe, ne? Ich mach weniger Schaden wegen den Säcken, ne?
so eine Scheiße. Muss kurz nachladen. Hier kommt klar, ne? Oh. Ah, Mann! Wenn die mich beißen, dann schrecke ich zurück. Oh. Ohne euch bin ich viel besser dran. Aber wirklich. Hallo. Ach, das ist der Sniper-Typi. Hab ich doch schon mal umgebracht. Ach, hier lebt noch. Alles gut. Den habe ich doch schon mal umgebracht. Ich mache weniger Schaden wegen den Säcken. Bleibt doch da, wo ihr... By verity, by strength. I've been thinking on. Ja, halt die Fresse. Hey, es klingt nach einer guten Idee, was auch immer du gesagt hast. Was? Finde ein Sicherheitstempel auf der Groundbreaker? Oh. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Klingt gut, brechen wir auf. Thank you, Captain. Oh, mit, okay, die haben auch noch eine Quest. Gut zu wissen. Dann sollte ich mit beiden nochmal sprechen. Und ich sollte was trinken. Vielleicht bin ich deswegen so schwach. Was haben wir denn hier? Erstmal essen wir was. Eins, zwei, drei, so. Dann ein bisschen Wasser. Eins, zwei. So, müde bin ich auch noch. Kommt alles dazu. Aber ich hoffe, ich mache jetzt mehr Schaden. So eine Scheiße. Ich werde die nicht los. Die leben auch alle wieder. Zum Preis. Lass mich doch in Ruhe. Übrigens, ja, die Begleiter können sterben auf Albtraum. Ja gut, wisst ihr was? Ja, was hast du denn so Schönes? Das maximale Leben deines Begleiters wird erhöht. Erhöht die Bedrohung, die dein Begleiter generiert. Verringert die Bedrohung. Und deine Technikfähigkeiten werden erhöht. Ja, meinetwegen hier, komm. Was hast du hier noch? Erhöht die Chance, Mods zu finden, wenn... Oh, okay. Das ist natürlich nice, aber... So toll ist das alles auch nicht. Ich will lieber alleine laufen. Ich weiß, es ist mir auch zu stressig, wenn alle wild durch die Gegend rennen und sich dann irgendwie gegenseitig auch noch touchen. Das muss ich nicht haben. Guck mal, ich habe jetzt schon so viel Energie verbraucht, nur weil ich mit denen rumlaufe. So viele Lebenspunkte. War ich da eigentlich schon mal? Nee, verlassen ist besser als Choice-Siedlung. Weißt du, dann rennen die los und dann... Naja, zumindest kann ich einen Schuss abgeben, ohne dass sie direkt loslaufen. Oh, ist sie umgekippt? Oh, sind beide umgekippt. Ach komm, ich weiß, dass eine Schrotflinte ist, aber... Kannst dich ruhig mal treffen lassen.
Hat deine Schwäche gefunden. Schwächen-Tutorial. Auf deinen Abenteuern können deine Charaktere Dinge passieren, wegen denen ihm eine Schwäche angeboten wird. Du kannst die Schwäche ablehnen, doch wenn du sie annimmst, erhältst du dafür einen Vorteil. Du hast die Wahl. Mütterphobie. Du wurdest in der Vergangenheit zu oft von Müttern angefallen. Wenn deine Gruppe von einem Mütter angegriffen wird, sinkt deine Leistungsfähigkeit im Kampf. Effekte. Aber ein Vorteilspunkt. Boah, nehme ich an. Klingt in Ordnung. So, was haben wir denn hier so Schönes? Visierjustiergerät? Was für ein Was? Du bist sehr effizient, was das Mitnehmen von Dingen angeht. Vielleicht hättest du Lastenträger werden sollen. Schaltet die Fähigkeit Schnellreise trotz Überladung frei. Ne, brauche ich nicht. Knallharte Verhandlungskünstler haben wenige Freunde, aber dafür umso mehr Bits. Oh, Händlerpreise klingt gut. Oh, nice. So, was mache ich jetzt mit euch? Bleiben die da jetzt einfach liegen und sind tot? Scheint mir so. Was hast du denn zum Anbieten hier? Rüstungsmod. Erhöht Rüstungswert von Körperpanzer. Tragekapazität. Plus 20. Kostet mich 320 Bits. Ja, den werde ich auch so finden. Aber weißt du was, kaufen wir den einfach. Scheiß drauf. Gib mir Wasser. Ja, ich weiß jetzt nicht, was mit meinen Leuten hier passiert. Oh. Ich glaube, ich bin wieder alleine. Was kippt die auch so schnell um? Gut, ich habe denen jetzt keine Rüstung und so gegeben, aber... Deswegen solltet ihr auch zu Hause bleiben. Genau deswegen. So eine Scheiße. Wegen euch kriege ich jetzt weniger Erfahrung. Ich wollte eure Quests noch machen. Kippt die einfach um, was ist denn los? Wieso kein Zustand hier? Mit sowas soll man arbeiten. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Ignorieren wir einfach den Fakt, dass unsere beiden Bewohner jetzt hier rumchillen. Vielleicht respawnen sie eines Tages. Ich bezweifle stark. Ah, endlich wieder alleine. Ah, ist das schön. So habe ich mir das gewünscht. War das schon? Ach nee, da geht's rein. Oh, du warst ein Wachmann. Ohne Kopf. Na, jetzt fühle ich mich wohl. Endlich wieder alleine. Hä? Aber wo führt mich denn das hier hin? Halt's Maul. Kling auf Sack. Nice. Also das andere führt mich in die Stadt zurück. Ah. Ich verstehe. So. Du kannst weg. Du kannst weg. Du bist Stufe 2, ne? Du kannst weg. Was bist du? Zweihandwaffe. Kannst weg. Auch eine Zweihandwaffe. Aber legendär. Ich muss die leider behalten.
Ich würde sie gerne irgendwo hin tun. In ein Tresor oder so. Spaßkanone? Was soll das, eine Spaßkanone? Und ganz viele tolle Sachen. Ja gut, kümmern wir uns um den letzten. Ach, hier unten waren wir auch noch nicht, ne? Okay. Nest. Ich habe das Nest entdeckt. Verwüster. Alles klar, Jungs. Ihr kommt wahrscheinlich nicht klar gegen die. Ich werde sehen, wie ich klarkomme. Ich trage doch kaum Sachen. Wie viel wiegt das Ding? Drei Gewicht ist doch gar nichts. Ich kann 130 tragen. Ist das der Schock oder was? Warum? Warum geht's mir so schlecht? Durst. Du hast schon eine Weile nicht mehr getrunken, wodurch deine Geschicklichkeit leidet. Müdigkeit. Wo habe ich denn Durst, bitte? Am Arsch habe ich Durst. Müdigkeit, gut, kann ich verstehen. Na gut, die kriegen wir auch noch hin. Ach, du bist ganz alleine. Ich dachte, wir wären Bro, aber du bist ganz alleine. Oh. Heilige Mutter! Bist du eine Tür, wo ich rein kann? Nein. Hey. 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 Ja, nice. Das zu euch. Okay, hier sind echt viele. Vor allem der Rote da könnte Probleme bereiten. Noch einer weniger. Wir gehen mal kurz hier hoch, ne? Ein Koloss ist das. Oh. Ja, lauf lieber weg. Lauf weg. Beste Art und Weise zu kämpfen. Abschießen, weglaufen. All eure Kinder sind tot. What the fuck war das? Na gut. Brauch einen freien Rückweg. Er sagt, ich brauche einen freien Rückweg. Oh Gottes Willen. Ich hab schon wieder keinen freien Rückweg. Geh doch weg. Geh doch einfach weg. Ach, jetzt weiß ich, was so viel wiegt. Oh Gott, bin ich blöd. Das ganze Müllzeug hier. Ja gut, ich meine, ich würde sagen, wir ziehen uns einfach ein bisschen was zu essen rein. Und zu trinken, was haben wir hier? Dauernegative Statuseffekte. Ja, das ist gut, das ist gut. Hier, komm. Dann haben wir noch Energy. So. Schon geht's mir besser. Ich bin immer noch beladen. Ich bin immer noch überladen. Echt jetzt? Scheiße, hat doch kein Gewicht. Jetzt sollte ich erzählen.
Gewicht 2. Verkaufserlös 50. Du bist 19 wert, ne? Ich hab's rausgeworfen. Hey. Oder nicht? Aus Schrott entfernt. Ach, lol. Ich wollte es wegwerfen. Option. Fallen lassen. Eigentlich müsste ich zurück in die Stadt. Komm, wir gehen mal kurz. Nein, kann ich nicht. Wir töten einfach alles jetzt und dann sammeln wir nichts davon ein. Fertig. Alles klar. Ich mach euch jetzt fertig. Du lebst noch. Na, kommt her. Na gut, schauen wir mal, was habt ihr hier bewacht? Opa zuverlässig aufheben. Wie ein besetzter Ring. Oh, ich wollte doch nichts mehr aufsammeln. Hm, muss ich ja durch die Gegend schleichen. Scheiße, okay. Ich muss mal kurz googeln, ob ich Sachen lagern kann. Okay. Es gibt tatsächlich eine Lagerkiste auf der Unreliable. Dann schleiche ich mich meinetwegen durch die Gegend jetzt. Das war das erste Köpfchen. Oh Gottes Willen. Oh, ich kann ja nicht laufen. Ich fürchte, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, meine Begleiter leben wieder. Okay, folgender Plan. Wir verkaufen jetzt erstmal die Sachen. Gehen zur Unreliable. Und dann gucken wir, ob wir sie da irgendwo abstellen können. Vielleicht kann ich auch zurück hierher. Mal gucken. Ich brauche einen Laden. Ich muss das ganze Zeug loswerden. So, ich bin reich. So, auf der Unreliable. Ah, so sad, dass ich alles wieder machen soll. Oh Mann. So, hallo. What can I do for you, Captain? Ich habe den Typen eingebaut. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Ey, Moment, ich muss noch was erledigen. Also, hier soll es eine Lagerkiste geben in der Kabine des Captains. Und die ist wahrscheinlich zu. Na gut, ich habe nichts gefunden. Hoffen wir einfach mal, dass wir zurückkehren können. Ansonsten... Kurz gespeichert, so. Welcome back. Alles laggy. Warum leckt das so? Zumindest in der Aufnahme leckt das ungemein.
Bullshit, sag ich nur dazu. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Gut, ich habe schon auf eine Nachricht gewartet. Aha, there you are. Hail and hearty and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Komm zum Punkt, Phineas. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kulkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Ah, cool. Warum brauche ich einen Navigationsschlüssel, um auf einem Planeten zu landen? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly, and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, you know, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kulkelly. Ah, die Schwarzmarkthändlerin. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Na gut, dann werde ich mal mit ihr reden. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. Cutting-edge technology, years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the Captain's quarters. Dafür finde ich bestimmt eine Verwendung. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Alles klar. Ich bin im Weltraum. Ah, ist das cool. So, ach, die sind weg, die beiden. Ja. Remember, items in the hold may shift during takeoffs and landings. So, wo ist meine Kabine? Da oben. Da gehen wir da jetzt mal hin. Ah. I've shut off the visual feed from my ocular inputs in the captain's quarters. Holomantel. Der Holomantel projiziert eine Verkleidung, die dir und deinen Begleitern Zugang auf Sperrgebiete gibt, sofern du dafür über ein passendes Ausweismodul verfügst. Sperrgebiete sind ansonsten für nicht autorisierte Personen nicht zu betreten. Zur Widerhandlung wird mit Waffengewalt vergolten. So you're free to disrobe whenever you'd like. Retsuit. Das sind die, die ich umgebracht habe. Obsidianschädel. Unter hohem Druck hergestellt. Diese dekorativen Schädel wurde aus Vulkangestein geformt. Wenn man vor einer Wahl gestellt wird, gibt es manchmal keine andere Möglichkeit, als die Leute auszulöschen, die einen zwingen wollen, diese Wahl zu treffen. Das ist ja cool. Habe ich den Hut jetzt? Oh, ein bisschen blutig, aber okay. Was bringt er mir? Dialogfähigkeiten. Oh, den werde ich in der Stadt anziehen. Ist das meine Lagerkiste? Ja. Ja. Lagerkiste. Nice. So. Ja, was transferiere ich jetzt dahin? Erstmal alles rüber da.
Und dann gucke ich mir das gleich alles einzeln an und transportiere das zu mir rüber. Weil ich habe keinen Bock, so viele scheiß Sachen zu tragen. So. 34 wiege ich nur noch. Ja. So gefällt mir das schon eher. Ob ich die in der Lagerkiste benutzen kann? Aus der Lagerkiste heraus? Zumindest hier. Es wird mir reichen, wenn ich meine Mods hier verwenden kann. Ich muss sie nirgendwo anders verwenden. Nein. Aber es reicht mir. Also ich kann jederzeit hochgehen und meine Mods holen, ne? Gar kein Problem. Machen wir das so. Addis, Deserteure träumten von einem Leben in Unabhängigkeit, ohne vom Vorstand kontrolliert zu werden. Du hast ihnen eine wichtige Lektion erteilt. Niemand träumt. Make yourself at home, Captain. Ach so. Meine Bude wird ausgestattet mit Dingen, die ich erledigt habe, wie zum Beispiel der Hut. Ich würde den Hut gerne wieder drauflegen. Das werden wir später alles angucken. Oh, was haben wir denn da? Wächtersäbel. Ja gut, Freunde. Ich würde sagen, aber das war's für diese Folge. Ich werde jetzt... Hallo? Die Robotereinheit antwortet nicht. Die auf dem Gehäuse verzeichneten Seriennummer enthält die Buchstaben Sam. Auch wahrscheinlich ein Begleiter, ne? Ja. So ein Begleiterquartiere. Riecht verdächtig nach gealtertem Iceberg Whisky. Achso, das sind die Sachen, die ich gefunden habe für ihn. Lol. Ist das cool. Das finde ich cool. Ihr bleibt hier schön am Leben und ich suche euch Sachen. Zum Dekorieren eurer Scheiße. Ja, komm mal, Munition für mich. Ist echt nett. Anderes Zeug für mich. Das habe ich alles gefunden. Wann bin ich ein Profi? Keine Ahnung. Foto von Pavits Vater. Alles klar. Okay, Leute, aber jetzt wirklich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, dass wir wieder zurück auf den Planeten können. Solange werde ich aber kurz unser Inventar managen. Haut rein.